Hallo und willkommen zurück zu Dead Space für die Xbox 360. Ich bin der Recki und wir sind hier auf dem Kriegsschiff, wo wir hier auf der Krankenstation sind und jetzt hier zu den Unterkünften gehen. Wir suchen den Singularitätskern. Die Viecher sind schnell geworden, weil die sich vereint haben mit der Stase von den Soldaten. Und die haben die auch noch vermehrt und hier sieht es absolut scheiße aus. Alter, warum ist das hier so riesig? Das ist doch... Na gut, ist ein Kriegsschiff, ne? Aber... Bö. Ein ganz schön großes Schiff, ne? Ich dachte eigentlich, wäre nur so ein kleines. Na gut, hier geht's nicht durch. Da kommt mit Sicherheit irgendwas durchgekrabbelt. Wollen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas schön finden. Nee. Natürlich haben wir hier erstmal schön die fetten Gegner. Lass mich bloß in Ruhe. Lockdown eingeleitet. Also haben sie jetzt alles abgeriegelt. Lass mich in Ruhe. So, davon haben wir hoffentlich genug. Davon habe ich genug. Los. Baller ihn weg. Da kommen noch mehr. Keine Muni mehr. Hier scheine ich auch nicht mehr viel zu haben von. Wo bist du? Da hinten. Okay, wir können wenigstens immer nachladen. Sobald, solange wir nachladen können, ist alles gut erstmal. Was haben wir noch für... Okay, da haben wir nichts mehr. Das ist voll. Den Flammenwerfer können wir auch aufladen. Gut. Okay, du kannst schön platzen. Ah, wo? Hier links neben mir. Ah, keine Stase mehr. Das Schöne ist, ich habe hier eine Dolby Sound Anlage, deswegen höre ich wirklich von links, rechts, vorne, hinten alles. Also ob das so gut ist, dass ich es höre, weiß ich auch noch nicht, aber... Naja, Stase. Gegen die schnellen Viecher brauche ich das auf jeden Fall. Aber man muss auch treffen, Mann. Okay, jetzt können wir nicht mehr nachladen. Doch, hier ist wieder neue Muni. So, wie viel kommen denn da? Wie extrem vermehrt ihr euch denn? Fertig? Lockdown Ende. Ja, geht doch. So, da waren das jetzt alle. Und wir können hier fröhlich weiter marschieren. Ja, so fröhlich sind wir auch nicht mehr, aber... Ihr wisst, was ich meine. Credits, oh ja. Geld, Geld, Geld regiert die Welt. Oh, ein Shop. Ein Textlog. Was? Verschlusssache, Priorität schwarz. Earth Defense, Operation White Light, Schauplatz, Regis-System, Planet wird nachgereicht, Ziel Säuberung, CEC-Schiff USG Ishimura verstößt gegen Befehle der Regierung. Sie sollen einen Marker 3A geborgen haben. Special Ops hat System bestätigt, konnte aber keine Planetenkoordinaten zur Verfügung stellen. Special Ops empfiehlt Vorsicht. Wenn Marker 3A geborgen wurde, wäre eine Infektion durch tödliche Organismus eine wahrscheinliche Gefahr.
Setzen Sie den Schockantrieb zum Regelsystem ein, begeben Sie sich an eine Position außerhalb der lokalen Ortung und warten Sie auf ein Signal der Ishimura zur Bestätigung der Koordinaten. Aha. Ja, haben wir ja dann gemacht, ne? Weil wir in der Klemme steckten. In der Patsche. Haben wir dann unsere Koordinaten weitergegeben mit diesen Dingen. So, können wir irgendwas verkaufen. Halbleiter haben wir. Jawohl. Haben wir nicht noch einen Halbleiter? Nö. Was haben wir denn im Safe? Oh, Stase-Pack. Gut, dass wir die nicht vertickt haben. Jetzt brauchen wir die. Luftkanister, ja, brauchen wir nicht so. Medipack. Komm, wir nehmen mal ein kleines und mittleres mit. Und dann kaufen wir noch Muni. Und zwar den Plasma-Cutter. So. Dreimal. Damit wir wieder hierfür Muni haben. Der hat, der hat, der hat. Ne, hierfür habe ich ja auch nichts, ne? Ich kann gar nicht nachladen. Komm, dann müssen wir hier nochmal was holen. Tut mir leid. Zack, 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 zack. Das sind die Impulsprojektile. Wir müssen kaufen. 1, 2, 3, 4. Und dann nochmal auf Reserve. Sind zwar nur 25 immer. Und 100 können wir tragen. Aber naja. Und wie voll ist unser Inventar? Ja, so langsam ist es voll. Okay, aber wir haben ja auch einiges. Einiges mitgenommen. Der hängt da wieder. Oder andersrum, es hängt da noch einer. Was ist los hier? Kann ich erst speichern? Jawohl, darf ich. Sehr gut. Dann nehmen wir mal den hier. Ich befürchte schon, dass hier wieder was passiert. Was uns nicht gefällt. Schon wieder Lebensgefahr, wir können hier bestimmt wieder verrecken. Zum? Ah, Maschinenraum, ja, okay, klar. Und natürlich sind die Maschinen voll kaputt. Aha. Im unteren Maschinenraum. Er ist erstmal da lang gerannt. Was ist das denn? Luftkanister? Ne, das sind Medipacks. Okay, hier geht's nicht durch. Auch nicht mit einem Knoten. Gut. Dann da, wo die Explosionen sind. Hier ist nichts mehr drin. Da ist noch ein bisschen was. Was passiert denn da? Erstmal sieht das nicht gefährlich aus. Aber wir wissen ja auch noch nicht genau, was da Sache ist. Ach, hier sind auch Scheiben. Okay, hier kann man gar nicht lang. Das sah aus. Ah, okay. Sag mal, was ist denn da? Sind wir dahinter sicher? Müsste ja, ne? Sollen wir machen? Das gleiche jetzt wahrscheinlich noch hinten, ne? Ach so.
Ist das Ding schon kaputt? Nee, natürlich nicht. Wow, 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 wow. So, zwei auf der Seite, zwei auf der Seite wahrscheinlich. Ich traue mich aber nicht zu laufen, wenn das Ding an ist. Okay, dann sind da drei Dinger. Also hier zumindest auf der Seite. Nein! Oh, man nimmt nur Schaden. Ich dachte mir, wäre sofort kalt. Cool. Da müssen wir nicht ganz so viel Scheiße haben und auf der anderen Seite. Ey! Aber man überlebt es nur einmal mit einem mittleren Medipack. Uiuiui. Das Ding geht immer so weit weg. Wie ich das denn von hier wieder zurück? Ja. So, eins haben wir noch. Der Seite hier. Aua. Mann. So, fertig jetzt. Kommt nichts mehr, ne? Ne. Kommt nichts mehr. Gut, dann können wir jetzt hier durch. Da ist... Antriebsenergie ausgefallen. Siehst du das? Hast du ihn? Oh mein Gott, du hast ihn! Genau das, was wir brauchen. Geh jetzt zum Crewdeck. Oh Mann, ich dachte schon. Ich hab mich schon. Wow. Ich habe mir schon gedacht, dass man das damit kaputt macht irgendwie, beziehungsweise dass Isaac, hier drüben. Ich habe versucht, sie anzufunken, aber mein Ton war aus. Sie haben den Singularitätskern. Das ist unser Ticket hier raus. Bringen Sie den Kern zum Schatz und warten Sie nicht auf mich. Oh Scheiße! Nee, auf dich brauche ich jetzt nicht mehr warten. Und du brichst doch garantiert hier durch, ne? Ja, war mir klar. Sind die anderen auch auf? Nein. Natürlich komme ich hier nicht lang. Hey.
tot? Nein, bist du nicht tot. Natürlich nicht. Du hast ja auch keinen Gegenstand fallen lassen. Aua! So, jetzt erstmal ganz schnell hier das auffüllen und Stase auffüllen. Okay, dann bist du jetzt kalt, ne? Ich habe sämtliche Vitalsignale von Hammond verloren. Ist er tot? Oh Gott. Jetzt gibt es nur noch uns, Isaac. Ja, der ist tot. Ich habe ihn sterben sehen. Singularitätskern. Was sollen wir damit machen eigentlich? Das ist anscheinend der Kern also für einen Antrieb, ne? Okay, dann geht's jetzt hier durch. Alles klar. Wir sollten ganz schnell hier runter. Okay, nichts wie hier runter. Und jeder weiß doch, wenn es brennt, unbedingt den Fahrstuhl benutzen. Eieieiei. Dann ist das Spiel bald wahrscheinlich vorbei. Weil wir nehmen das Shuttle. Und hauen nämlich nicht ab, sondern gehen auf den Planeten oder so. Oder vernichten den Marker oder wie auch immer. Wow. Hier geht's durch. Ist das richtig? Jawohl. So, jetzt sind wir raus aus dem Schiff. Jetzt explodiert's wahrscheinlich, ne? Ja, und wie? Mit einem großen Bum-Bum. Komm, wir gucken uns das hier von der Ferne an. Wir haben ja noch ein bisschen Luft. Rums, Bums, Garums. Okay. Aber wir haben einiges an Luft, ne? Guck dir das mal an. Wahnsinn. Ende der Schwerelosigkeit. Juhu! Aber Luft haben wir immer noch nicht, weil... Ende des Vakuums. Alles noch ein bisschen... vakuumisiert ist. Das nimmt ja wohl keinen Schaden auf. Scheiße, die sind frei. Natürlich sind die jetzt auch hier. Oh, man kann diese Dinger kaputt schießen. Bringt einem aber nichts, ne? Weil da nichts hinter ist. Ne, die nicht. Meinte diese Fenster. Auch nicht schlecht. So, was können wir im Shop? Wir können auf jeden Fall den Halbleiter verkaufen. Diamant. Ja. Und dann können wir mal wieder einen Knoten kaufen. Machen wir drei. Wir haben immer noch 30.000. Und wir brauchen auf jeden Fall einen Speicher. Ah, Kapitel ist vorbei. Hier ist noch eine Werkbank. Dann wollen wir das doch benutzen hier. Ist doch ein super Ende für ein Part. Stase. Einmal da, einmal da. Und, drei. Shit. Komm, im nächsten Shop kaufen wir uns dann den Knoten. Genau, so machen wir's. Wir gucken einfach mal. So, Energie.
Luftkanister Mittel. Ja, Luftkanister. Naja, gut. Egal, all das managen wir in der nächsten Folge. Wir beenden jetzt das Kapitel. Kapitel 9. Tod bei Ankunft. Abgeschlossen. Möchten Sie speichern? Jo. Möchten wir. Sehr gut. Alter, ging das wieder ab. Kapitel 10. Das Ende aller Tage. Uiuiui. Das hört sich gar nicht gut an. Aber was es damit auf sich hat, das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.